Das gerade gesagt, so ein Spiel wie gegen Madrid, das wäre hilfreich gewesen, weil man da auch nochmal ein höheres Konzentrationslevel hat. Ist das, also was überwiegt da, die Spannung darauf oder die vielleicht auch Angst davor, Fehler zu machen? Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und bei dem Spiel sowieso. Und wir wussten ja, dass wir im Hinspiel einiges haben liegen lassen und dass wir in dem Spiel, in die Quoten sicherlich relativ hoch waren, auf uns gar nicht viel falsch machen können. Und wir haben einfach drauf losgespielt, wollten das Ding natürlich irgendwie biegen, aber daran hat von der ersten Sekunde natürlich noch keiner dran gedacht, sondern wir wollten einfach zeigen, dass wir es besser können als im Hinspiel. Wie sich das Spiel dann entwickelt hat, das war eine einmalige, sensationelle Geschichte, leider mit keinem Happy End, aber letztendlich war in dem Spiel nicht viel zu verlieren, weil wir konnten nur gewinnen und das haben wir alle getan. Das ist natürlich für einen Fußballer schon etwas gesetzteres Alter. Es geht ja auch darum, will man nochmal hier einen Vertrag verlängern, will man das nicht? Gibt es ja Gespräche und wenn ja, wie ist so dein eigenes Gefühl auch dabei? Also die Gespräche stehen noch an, aber grundsätzlich, ich muss mal erstmal sagen, ich bin gegen Altersdiskriminierung im Fußball. Das sind wirklich nur Zahlen und da muss man ja auch den Einzelfall betrachten. Und in meinem Fall bin ich körperlich wirklich auf dem Höchststand, möchte ich sogar sagen. Insofern hat diese 31 mal überhaupt keine Bewandtnis. Ich habe irgendwo gehört, dass ich noch 5 Jahre mindestens gute Jahre vor mir habe. Dann wäre das ja auch schon mal geklärt. Aber grundsätzlich stimmt das natürlich. Also ich möchte noch gerne was im Fußball erreichen, möchte natürlich auch mehr spielen als zuletzt. Ich weiß aber auch, dass hier fühle ich mich sehr wohl. Der Verein ist wie mein Verein im Prinzip. Ich fühle mich nicht nur in der Stadt, sondern auch in diesem Verein dementsprechend wohl. Und diese Phase, die ich im Moment habe, die ist natürlich traumhaft. Und wenn man das irgendwie in der Form halten könnte, mehr oder weniger, da würde ich natürlich gerne auch bleiben, aber es gibt auch genug andere Möglichkeiten, die sich mir bieten mittlerweile. Und dementsprechend, weil eben viele Vereine auch mit dieser 31 zu kämpfen haben, muss ich natürlich schauen, was ich mache. Aber wie gesagt, es gibt viele Optionen und ich werde mir das gerne überlegen. Ist das denn durch diese lange Phase, wo du oftmals nicht im Kader standst, auch so ein bisschen ein Alarmsignal, dass du den Mannschaft noch nicht so ganz traust, wenn jetzt möglicherweise die nächste Saison nicht so verletzungsdurchzogen ist wie diese, dass es dann doch wieder auch Rückschläge geben könnte? Ja, diese Szenario müssen wir natürlich besprechen und die muss ich mir auch überlegen. Das ist vollkommen klar. Also ich bin jetzt auch nicht vermessen und sage, ich habe gesehen, wie es läuft und nächstes Jahr möchte ich bitte Nummer 1 oder 2 auf der Position sein. Das ist ja Quatsch. So. Ich weiß, in was für ein Kader ich bin, in was für ein Verein und ich möchte einfach ein bisschen mehr dazu beitragen als in den letzten anderthalb Jahren. Dass es in etwa so aussehen könnte wie jetzt im Moment. Wenn sich die Situation ergibt, dass man eben auf mich zählen kann und dass ich dann aber auch eingesetzt werde. Also das sind die Voraussetzungen, die einfach gegeben sein müssen. Aber ich denke, da sprechen wir auch eine Sprache für mich. Du hast ja gar schon gesagt, du Fußballer, gab es in diesen anderthalb Jahren irgendwann mal auch Momente, wo du gedacht hast, warum bin ich eigentlich hier, mag ich der Trainer nicht oder solche Dinge oder gab es mal gute Begründungen? Ja, sicherlich waren da einige schwere Phasen dabei, in denen man sich auch so ein bisschen eventuell sogar selber erklären musste, ja, jetzt hat es aus dem und dem Grund nicht gereicht oder irgendwie alles nachvollziehbar, aber für einen Spieler selber ist es natürlich nicht immer so nachvollziehbar, wie es dann letztendlich für ein Trainerteam ist, diese Entscheidung zu treffen. Das ist auch nicht einfach für einen Trainer, das hat er mir auch nachher gesagt. Das war jetzt auch kein Hobby von ihm, mich häufig aus dem Kader zu streichen oder nicht spielen zu lassen, sondern es waren eben Situationen, die er so entscheiden musste. Und jetzt bin ich einfach nur froh, dass ich die Situation geändert habe. Reviersport. Ehrlich, echt.